Mein Name ist Dr. Rotti Schlund. Wie kommt man zur AfD? Das möchte ich ein kleines bisschen näher erläutern. Vielleicht mit einer auch kleinen Geschichte im Hintergrund. Als ich 2012 im Mai in Moskau weilte, bei Freunden, wurde ich eingeladen an die Higher School of Economics in Moskau. Dort sagte mir die Begleiterin, du kannst mitkommen, da spricht ein deutscher Professor und ich muss dir nicht übersetzen. Und ich habe gesagt, okay, gute Idee, ich gucke mir das mal an. Und da sprach der Professor Starbuddy damals über die Eurokrise und den Euro-Rettungsfonds. Er hatte mehrfach geklagt dagegen und bis dahin war meine Euro-Welt in Freude, Friede, Eierkuchen, alles in Ordnung. Und in wenigen Minuten dieses Vortrags zerbrach dieses Bild dieses idealen Staates Europa und mit allem, was da dran ist, zu einem Scherbenhaufen. Und es beschäftigte mich dann sehr stark. Wir waren dann Abend noch, hatte ich die Möglichkeit, einige Worte mit Herrn Starbuddy zu wechseln und er klärte mich noch tiefer auf. Das hat mich dann bewogen, zu Hause einfach nicht mehr aufzuhören, nachzuforschen. Und ich kam dann zu der Erkenntnis, dass diese Euro-Problematik und Rettungskrise nicht die einzige ist, die man auch noch, man konnte diese umschiffen, die letztendlich aber zu innerstaatlichen oder zwischenstaatlichen Konflikten weltweit führen müsste, war meine Erkenntnis. Ich habe dann nicht aufgehört, ich habe weiter recherchiert und habe festgestellt, dass der nächste Schritt eine Migrantenkrise sein müsste. Und wissen Sie, was passiert ist? Es ist tatsächlich so eingetreten. Und mit jedem Schritt, der so eingetreten ist, den ich eigentlich schon gesehen habe, war mir klar, ich muss mich engagieren. 2013 wurde dann die AfD gegründet. Und da war das aber noch nicht so problematisch, sondern eigentlich nur diese Euro-Krise so im Vordergrund. Ich habe gesagt, okay, ich unterstütze das mit meinem Beitrag, mit meiner passiven Mitgliedschaft. Habe mich eigentlich wenig eingebracht. Aber eigentlich so Ende 2014, Anfang 2015, als die ganzen Probleme in der Welt, also es eskalierten, die Konflikte, die in der Welt eskalierten und die Migrantenströme sich formierten, dann war mir klar, dass man das einfach nicht mehr einfach so hinnehmen kann. Zumal man hat eine Familie hier und ich habe eine Familie, die aus zwei Staaten praktisch besteht und mein Kind eigentlich ein Kind zwischen zwei Staaten ist. Und dass es nicht sein kann, dass Europa letztendlich in Konflikte geführt wird, wo man dann als Familie einfach zermahlen wird. Und ich bin so viel Lokalpatriot und auch Deutscher, dass ich sage, wir müssen unser Deutschland als ein freies Land, so was es immer auch war und für was wir gekämpft haben, für was wir während der DDR-Zeit gekämpft haben und auch danach, dass wir diese Freiheit, die wir uns geschafft haben, auch erhalten können. Und das hat nichts damit zu tun, in dem Falle, dass ich gesagt habe, ich möchte keine Ausländer haben, weil das so der falsche Begriff ist, zumal ich selbst eine Frau als Ausländerin habe, sondern dass diese Migrantenströme nichts weiter sind als ein Planspiel einer kleinen politischen Oligarchie in dieser Welt oder vielleicht auch in Deutschland, die letztendlich diese Dinge auch zu verantworten haben. Die Menschen, die hierher kommen, denen kann man noch nicht mal was Böses. Wahrscheinlich würden wir das genauso tun. Das Problem ist eigentlich, dass man diese Sachen vor 20 Jahren hätte angehen müssen. Und deswegen will ich mich einsetzen und vor allen Dingen der Alternative für Deutschland, weil die alten Parteien genau diese Dinge nicht mehr machen. Sie sind in dem Politbetrieb als Realpolitik gefangen worden und die Realpolitik ist eine Politik, die man lokal machen kann, indem man Lösungen schnell findet, um zum Beispiel in einer Region irgendwelche Probleme zu lösen. Aber wenn man die Realpolitik zur Bundespolitik erhebt, dann lebt man vom Hand in den Mund und keiner hackt dem anderen kein Auge aus. Das muss man nicht. Man muss Lösungen finden. Aber das sind, um nochmal auf das Militärische zurückzukommen, taktische Lösungen. Wir brauchen aber auch strategische Lösungen. Und wenn ein Staat die strategischen Lösungen, also die Werte und die Dinge, die man erreichen will, vernachlässigt, dann führt es dazu, dass die Jugend keine Ziele mehr hat. Und selbst wenn man das Ziel, wir fliegen in einem Jahr auf den Mars, sagt, das klingt zwar jetzt sehr utopisch, aber man schwört alle darauf ein. Selbst wenn man es nicht schafft, aber das Ziel alleine motiviert die Leute. Und die jungen Leute, man sieht das auch, sind sehr politikverdrossen. Kaum jemand geht noch wählen. Und dann in Hamburg zum Beispiel, Eskalation gegen die Gesellschaft. Das Problem ist, sie haben keine Identität, keine Wurzel mehr
Und sie haben auch keine, wie soll man sagen, Zukunftsvisionen mehr. Was letztendlich natürlich das Problem ist, dass man in dieser Welt, in der wir heute leben, das ist ja praktisch eine Nachfolgeserie des Neoliberalismus oder wie kann man sagen, des Neo-Keynesianismus. Das Problem ist ja schon 68 Jahre gescheitert ist. Mit der Neuauflage erzeugt man einen weltweiten, wie sagt man, euro-gegenderten Consumer, der aber keine eigenen Werte mehr hat. Und das ist das, was ich nicht wollte. Und ich denke, ich kann zwar als Einzelner nicht viel Beitrag leisten, aber innerhalb der AfD gibt es sehr viele Leute, viele haben studiert, aus ganz verschiedenen Berufen und alle denken das Gleiche. Und da denke ich, dass wir hier eine Lösung auch finden können, um zum Beispiel in Europa der Vaterländer nebeneinander friedlich zu existieren. Ich denke, ein großes Europa wird die Konflikte weltweit verschärfen. Insbesondere auch zu unseren östlichen Partnern.